Oh. 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 Kommen wir nie raus. Da wegschlagen ist auch irgendwie doof. Dann lieber hier. So, das ist jetzt eigentlich nur gedacht für eine schicke Optik. Für mehr nicht. Das ist jetzt halt nur so ein Gedanke meinerseits gewesen, wo ich gesagt habe, hey, das könnte cool aussehen. Und ich behaupte, oder ich vermute mal, das wird es auch. Ist ja auch von mir, also, ne? So. Pass mal auf, Leute. Die Ecken, die würde ich jetzt gerne auch so lassen, wie sie sind und gar nicht mehr groß umbauen. Die würde ich gerne, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Scans so lassen, wie sie sind, Scans. Auf jeden Fall Scans sind Scans. Ja, ja, passt schon. So, jetzt erzähle ich euch mal was. Ich habe für das, was ich bisher geschafft habe, habe ich ungefähr 30 Minuten eingeplant. Ich bin jetzt bei einer Stunde 17. So, jetzt lasse ich mal eine kleine Bombe platzen. Noch nebenbei. Und zwar lasse ich jetzt einmal kurz folgende Bombe platzen. In nächster Zeit, Videos kommen ganz normal weiter, aber ich werde jetzt einmal in eine heftige Vorproduktion gehen mit diesem Let's Play. Hoffe ich zumindest. Also diese Vorproduktion wird tatsächlich 2-3 Wochen dauern, weil ich nehme mir jetzt mal 2-3 Wochen komplett einfach Urlaub. Ich brauche einfach mal wieder Urlaub. Hat nichts mit dem Let's Play an sich zu tun, hat einfach damit zu tun, dass ich ein bisschen aufbrenne. Ich bin ein bisschen aufgebrannt und das stört mich, das ist ein bisschen scheiße und deswegen einfach. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal so ein ganz klein wenig Urlaub nehmen. Sei mir auch mal gegönnt. Ich brauche mehr von diesen Wedge Slopes. Das gefällt mir eigentlich. Wenn man da dann noch Obsidian reinpackt oder so. Könnte ganz cool aussehen. So, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Urlaub. Von allem. Ein bisschen aufgebrannt im Moment und so weiter. Ich schlafe im Moment ziemlich schlecht. Das ist einfach mal jetzt so in privater Natur. Und ich muss einfach mal so ein bisschen runterkommen. Weil ich mache mir immer so viele Gedanken. Obwohl ich weiß, ich brauche mir um mein Let's Play keine Gedanken machen. Aus verschiedenen Gründen, die, sag ich mal, bei euch Zuschauern eigentlich alle bekannt sind. Weil es sind so die Standardgründe. Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll. So, Wedge Slopes. Machen wir nochmal ein paar Stickies. Und dann haben wir einfach mal 35 Stück. Zack, zack. Und zack. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich habe es nicht gezählt. Ich mache mal einfach 24 Stück. Den einen packe ich damit rein. So, dann bin ich das nämlich gleich aus den Taschen los. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Eichenholz. So, wie gesagt, ich mache jetzt halt... ich muss ja jetzt immer wieder anfangen mit, wahrscheinlich. Ich nehme jetzt halt das Minecraft Let's Play für einen gewissen Zeitraum auf. Ich gucke nach dieser Aufnahme, wie weit ich komme. Auf jeden Fall wird diese Woche, die jetzt gerade ist, wir haben heute den... An diesem Tage ist der 4.5. Und ich muss jetzt echt überbrücken. Vergiss es, was ich gesagt habe. Ich kann nächste Woche noch eine Aufnahme machen. Also ich muss jetzt irgendwie fast den kompletten Monat Mai irgendwie überbrücken. Ich muss fast einen Monat überbrücken. Denn ich habe so viel zu tun, denn halt, wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen Urlaub mir auch mal gönnen und... Dann hat meine Frau noch zwischendurch Urlaub und ach, ich weiß ja wieder, das ist so meine Frauen und so. Kennst du Frauen? Was ist mit Carsten los? Carsten eine Frau? Weiß das einer? Doch Carsten, nee, Carsten, ich glaube, der Carsten da, der war schwul, kann das sein? Irgendwas war da doch. Ich weiß das nicht mehr genau. So, wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn wir da jetzt einfach... Hallo? Obsidian reinknallen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen... Bis auf der eine hier, den ich mal wieder falsch gesetzt habe. Ich hoffe, ich habe das auch alles auf der richtigen Höhe gebaut. Ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich nicht
sieht ein bisschen futuristischer aus als vorher. Doch, ist richtig. Genau, weil ich habe den ersten Plan nämlich verworfen. Der erste Plan war nämlich, dass ich hier ein richtiges Feld aufgestellt habe. Und wenn man die unterste Schicht, wenn man auf der untersten Schicht das Ganze macht, dann ist es so, dass hier nichts mehr ankommt. Klingt komisch, ist aber so. So, der hat jetzt 10 MJ drin. So, du hör mal die Schnauze hier. Der hat jetzt 10 MJ drin. Dem Ganzen verpasse ich jetzt einen Schalter. Da sieht man es leuchten. Und jetzt weiß ich, dass man an die Monsterfalle von hier oben noch rankommt. Na, zumindest teilweise. Oh, ich habe hier Licht abgeschlagen, das ist nicht gut. Ah, kann man gar nicht sehen, ey. Oh, scheiße, ist mir egal. Alter, jetzt muss ich bloß aufpassen, weil wenn ich da reinfall, dann ist da. Also, jetzt seht ihr das Prinzip. Jetzt versteht ihr das Prinzip. Behaupte ich. Und jetzt machen wir einfach mal einen Test. Stellen wir die Monster auf normal. War da was? Über mir ist ein Spawner. Hallo? 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 Kann man auch nur so ein bisschen albern eigentlich mit reden, weil wenn man weiß, was da unten ankommt, beziehungsweise was da unten gerade passiert. Hallo? Tschüss. Alter, wenn ich dran denke, da, oh, mit Pistons eine fette Schalt... Nee, komm. Ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. So, wir gehen hier unten mal gucken. Aha, hier unten haben wir schon mal Pfeile und so ein Kram. Jetzt gucke ich mir das Ganze einfach mal... Pass mal, ich schlag mal den einen hier weg. Mir kann hier nichts passieren. Ich habe es ausprobiert. Mir kann hier nichts passieren. Ja. Was soll ich sagen? Man hätte das Ganze jetzt natürlich auch mit Hopper und so weiter bauen können. Und ihr seht, die Items fallen tatsächlich zu 90% unter dem Kram durch. Wenn ich jetzt, also ich will es mal direkt ausprobieren. Ich werde mal irgend so ein... Hab ich 16 Cobblestones. Pass mal auf, ich werfe mal alle 16 Cobblestones von oben da runter. Natürlich habe ich oben schon ein Glas gesetzt. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich wieder hervorragend gemacht. Gold! 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 Da kann ich gerade nicht anders. Ihr wisst ja warum. So, ein Glas mal weg und dann schmeißen wir nochmal 16 Stück rein. Mal gucken, ob am Ende 16 Stück bei rumkommen. Ja, hier mal ein bisschen. Ui. Na? Oh, ich habe wieder ein zu viel abgeschlagen. Auch gut. So. Na? So. Oh. Ist der jetzt unten oder nicht? Naja. Werden wir sehen. So, das machen wir hier wieder zu. Und wenn jetzt unten 16 Cobblestone angekommen sind, dann verbrennen die Cobblestones. Oder dann verbrennen die Items auch nicht in dem Laser. Ist da jetzt nichts angekommen, verbrennen die Items. Das ist nämlich so ein kleiner, Anführungsstrichen, Test, den ich im Vorfeld nicht gemacht habe. Wie ich sehe, sind hier Cobblestones angekommen. Und zwar 14. Das heißt, zwei sind entweder verschüttet. Zwei werden verschütt gegangen sein. Also das heißt, zwei sind kaputt gegangen. Alles okay. Alles cool. Ja, fantastisch. Wir stellen jetzt aber das Ganze erstmal nochmal wieder auf Peaceful. Weil wir sind hier ja noch nicht irgendwie so ganz fertig mit einem Abtransportsystem. Und jetzt will ich dann tatsächlich... Hier habe ich eine Kiste, da kann ich ein bisschen was reinschmeißen. Gerade sowas hier, Lootkram. Und jetzt weiß ich nämlich überhaupt nicht, wie diese Obsidian-Pipes funktionieren. Keine Ahnung. Das will ich jetzt einmal testen. Irgendwie gar nicht, oder? Jetzt will ich mal hier. Wieso? Suck up items. Power with an engine. More power, greater distance. Oh. Oh.
Oh. Das wusste ich nicht. Das war mir jetzt so nicht bewusst. Ja, gut. Die halten auch nicht so besonders viel aus, habe ich das Empfinden gerade. Hier können wir gleich den Zimt mal rausrupfen. Wenn wir eh schon mal dabei sind. Ja, gut. Power, ja, ja. Würde ich sagen, eine Magmatic Engine hier unten lassen oder so. Ich kann ja oben immerhin noch eine neue bauen, so ist es ja nicht. Was mich jetzt aber interessiert, und dazu müsste ich noch weitere Pipes erstmal bauen. Denn mich interessiert jetzt der Punkt daran, wie die funktionieren. Also der gibt jetzt so aber kein RF ab. Oh, das ist ja alles so. Das ist jetzt ja du. Oh, hör mal du. Ah, warte mal. Das ist auch Thermal Expansion. Ui. Das andere ist Buildcraft. Die beiden haben sich doch nicht so lieb, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt könnten wir natürlich eine Engine nehmen. Eine Creative Engine, genau so weit kommt das noch. Also, wir könnten jetzt eine Engine nehmen. Oder Buildcraft Transport. Ich weiß nicht, ob diese Kinesis Pipes. Na, müssten ja eigentlich. Scheiße! Das ist jetzt echt ein Punkt, den ich nicht gewusst habe. Das stellt mich jetzt vor einer neuen kleinen Herausforderung. Aber es müsste ja eigentlich machbar sein mit einer Dingens hier. Ah, mit einer Redstone Engine. Also die kleinste Engine quasi. Mit einem Piston, Woodgear und so weiter. Ich lass mal den einen, der ist ja geladen. Ich lass mal den einen hier. Den ganzen anderen Kram auch. weil ich keinen Platz in den Taschen habe.